Willkommen zurück in dieser heißen und sandigen Wüste hier. 70 Items? Nein. Gut, wir rennen jetzt erstmal hier rüber und weh, Pokémon Encounter. Ein Knackleon. Unser nächstes Teammitglied! Hey! So. Und mal schauen, was wir so an Damage machen. Boden auf Boden ist normal effektiv, glaube ich. Also testen wir mal Intensität. 8. Übertreib doch direkt Vulcano, ey. Und? Und. Ah, nein, es ist tot. Verdammt. Naja, okay. Ich mache hier mal einen Safe-Stat schnell. Nicht, dass uns noch mehr stirbt nachher. Und. Hey, wo sind die Fossilien? Ja, eigentlich liegen da oben Fossilien. Zwei Stück. Okay. Ah, nein, die gibt's, glaube ich, erst beim Fossil-Maniac oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, Glut dürfte es jetzt nicht killen. Ja, perfekt. Bastjo. Okay, Volltreffer hat's gemacht. Gefällt mir nicht. Ja, vom Sandsturm wären wir verschont geblieben. Da wir ja auch von Typ Boden sind. Und wir werfen direkt unseren ersten Pokéball. Wuhu! So, und ich mach's wie bei jedem Teammitglied. Ich schaue mir jetzt das Wesen an. Wenn es kein gutes Wesen hat, dann mache ich offscreen so lange rum, bis ich das perfekte Wesen dafür habe. So, nein, den Spitznamen geben wir ihm später. So, Knackleon, du bist zaghaft. Das gefällt mir rein gar nicht. Okay, Leute, ich lade nochmal den Safe-Stat hier und ich mache Offscreen jetzt so lange weiter, bis ich ein gutes Knackleon gefunden habe. Also, bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind zurück und ich habe mir einen Knackleon mit einem halbwegs guten Wesen gefangen. Wesen frech, macht Angriff hoch, senkt Spezialverteidigung dafür. Aber naja, das macht nicht so viel. Ich hatte eben schon mal eins gefangen, das hat so ein Dreckswesen gehabt und hatte nur 9 Initiative. Aber nun gut. Oh, halt, Zigzag hat ein Item, okay. Ja, damit Trank, wie behindert. So, ah, fuck, jetzt habe ich kurz Speed gedrückt, tut mir leid. So, auf geht's zum nächsten Teammitglied fangen. Da ist es schon. Ein Sandan. Ja. Und ich weiß jetzt auch wieder genau, was ins Team alles rein soll. Ich habe vorhin ein bisschen, ja, nicht mehr gewusst, was ich machen will. Und ich setze hier einen Safe-Stat und werfe einen Pokéball direkt. Ja, wir finden jetzt noch zwei weitere Teammitglieder hier. Und das letzte, das kommt dann später noch, aber das seht ihr dann ja. Und Sandan will nicht im Pokéball bleiben. Okay. Ein Versuch noch, dann muss ich das mit Speed hier regeln. Braves Sandan. Jetzt hab noch bitte ein gutes Wesen, weil ich will nicht noch weiter Offscreen-Zeug hier machen. Ich nehme wirklich nur sehr ungerne Offscreen-Zeug auf. Also was heißt Offscreen-Zeug aufnehmen, hä? Und oh Gott. Es hat genau das Wesen, das wir gar nicht brauchen. Haha! Das erhöht den Spezialangriff und senkt den Angriff. Wie behindert ist das denn, ey? Okay, Leute, ich sehe es ein. Ich muss wieder ein bisschen offscreen fangen. Bis gleich. So, Leute, wir sind wieder mal wieder da. Und ja, ich habe einen Sandan gefangen mit dem Wesen Solo. Solo erhöht den Angriff und senkt dabei die Verteidigung. Was bei Sandan nicht wirklich das Problem ist, denn Sandan hat eine ziemlich hohe Verteidigung. Da macht es ihm rein gar nichts, wenn das Wesen die Verteidigung senkt. Und ja, ihr seht es ja gerade hier. Ich meine, 40 Angriff und 38 Verteidigung. Die Verteidigung ist ziemlich gut. So, und damit hätten wir jetzt nur noch ein Teammitglied offen, dem ich ziemlich oft begegnet bin offscreen, es aber noch nicht gefangen habe. Nein, du bist es nicht. Verschwinde. Und ich wette, du hast aussichtslos als Fähigkeit, also mach jetzt hier mal ein bisschen schneller. Oh nein, du hast nicht aussichtslos. Ich setze jetzt außerhalb eines Kampfes einen Safe-Stat, weil immer wenn man ein Knackleon kommt, kann die Gefahr bestehen, dass es die Fähigkeit aussichtslos hat und wir nicht abhauen können. Was mir nicht gefällt, außerdem können wir da schneller zurücksetzen. Und ja, let's see if we. Yeah, da ist es schon. Unser riesen Zeichenstift. Pupanz. Und ich hoffe, dass du jetzt das einigermaßen gute Wesen hast, mein Kleiner. Kleines. Du hast kein Geschlecht, es ist etwas schwer zu erraten, was du bist.
So. Du bleibst nicht drinne. Bleibst du jetzt drinne? Hm? 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 Nein, bleibst du nicht. Sei ein braver Zeichenstift und bleib drinne. Oh, nein, wieder nicht. Okay, letzter Ballversuch, dann mache ich das mit Speed. Okay, verpiss dich. Jetzt gibt's Turbo Run. Geht doch. So, Fupanz wurde gefangen. Wenn das jetzt noch das gute Wesen hat, was ich suche, dann ist das schon wieder beendet hier. Sag mal her. Behindert. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Ich dachte eben wirklich, die wollen mich verarschen. Ich habe mindestens mal ein paar Minuten nach Pupanz gesucht und habe keins gefunden. Jetzt habe ich eins gefunden, was hitzig ist. Hitzig ist ein Wesen, das macht Spezialangriff hoch, senkt dafür die Spezialverteidigung, aber sehen wir uns die Spezialverteidigung mal an und hoch, wir sehen ja, dass die ziemlich hoch ist bei Pupanz. Ja, Lepumentas hat von Natur aus eine verdammt hohe Spezialverteidigung. Ich glaube, die ist so im 300er Bereich beim Maximalwert. Und ja, das ist genauso wie bei Sandan halt, müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Und, verdammt, was hat das eigentlich für Attacken drauf? Oh yes, es kann Psi-Strahl. Perfekt. Boomen kann es auch noch für den Notfall. Okay, was kann Sandan? Gut. Müssen wir ein bisschen aufbessern. Knackleon ist okay so. Ja, und der Rest, wisst ihr ja, Leute. Ja. Gut, wir haben jetzt fast das komplette Team zusammen. Dann machen wir uns jetzt auf. Wo müssen wir lang? Ah, genau. Zurück nach Malvenfroh. Ah, halt. Erstmal ein Superschutz. Damit uns hier auch nichts auf die Eier geht. So, und natürlich aufs Fahrrad aufsteigen. Ding, 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 ding. So. Ja, ich fahre jetzt auf dem Fahrrad weiter hier. Es geht ein bisschen schneller. Ich bin eigentlich auch blöd. Wir hätten es durch die Wüste fahren können. Da wäre auch noch ein Sonderbogen gewesen. Wisst ihr was? Das hole ich mir jetzt auch noch. Wir können jetzt auch von hier unten in die Wüste. Perfekt. Und. Oh, wow. What the hell are you? Ah, genau. Der Wunderturm. Ah, ja, den kenne ich leider noch nicht wirklich so, weil es ihn in der Rubin nicht gibt. Oh, okay, wer in der Rubin-Saphir schon mal im Himmelturm war, der wird diese Stellen im Boden da kennen. Oh nein, nicht Knackleon. Nein, nicht aussichtslos. Verreck, ey. So, das muss jetzt schneller gemacht werden, tut mir leid. So, den Schutz wieder. Und fertig. Okay. Gut, verdammt, wir müssen hier lang. Kommen wir da überhaupt auch lang? Ja, okay. Fuck. Fuck, ich hab's nicht getroffen. Ah, nun gut, halten wir uns auch nicht so lange hier in diesem Turm auf. Das machen wir später irgendwann. Ich glaube, da hat auch erst später eine richtige Bedeutung. Also wichtige Bedeutung, sagen wir es mal so. Okay, Sternstaub. Schön, schön. Verschwinde. War das dieser Stein? Nein, es war dieser hier. Genau, da ist das Sonderbonbon drin. Okay, dann stehen wir uns jetzt mal an denen hier vorbei. An dir auch, du Fettsack. Und ja, der Turm sieht cool aus. Drehst du dich um? Nein, tust du nicht. Nochmal Sternstaub gefunden. Wäre zwar ein Sternstück lieber, weil es mehr Geld bringt, aber gut. Und ja, jetzt können wir schon wieder zurück nach Molvenfrohe City rennen. Und ja, ich werde wahrscheinlich jetzt nach dem Part hier Offscreen-Training betreiben. Und dann werden wir die zweite Arena mal endlich bashen. Und ja, was wollte ich machen? Erstmal ins Pokémon Center gehen. So, Pokémon heilen. Und hey, es läuft Family Guy, jawohl. So, Pokémon werden geheilt. Ah. So, und ja, ich überlege gerade, ich muss dann mal gucken, ob wir unseren Sklaven eigentlich noch brauchen, weil Zertrümmerer und Zerschneider ist jetzt nicht so oft gefragt. Gut, okay. So,
Beenden wir den Part jetzt schon mal. Ja, doch, ich mache jetzt schon mal Schluss bei dem Part hier. Wie gesagt, jetzt wird ein bisschen Offscreen-Training folgen. Vielleicht nehme ich es auf und tue es einfach nur mit doppelter Geschwindigkeit und ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen und hochladen. Oder ich lasse es gar nicht. Ich nehme es gar nicht auf. Naja, das entscheide ich jetzt alles noch. Also Leute, wir sehen uns. Ciao.